Der Petersplatz ist von Kolonnaden aus 284 Säulen gesäumt, deren Abschlüsse 144 heiligen Figuren zieren. Jede ist 3,20 Meter groß. Zum Dom führt die trapezförmige Piazza Retta, rechts und links die Statuen der Apostel Petrus und Paulus, über Treppenstufen zur Vorhalle. Der berühmte Architekt Bernini gestaltete den Petersplatz und vollendete damit 1667 das heutige Bild des Petersdoms. San Pietro in Vaticano, der Petersdom. 211 Meter lang, 138 Meter breit, 132 Meter hoch. Mit Platz für 60.000 Gläubige. Galt bis 1992 als der größte Sakralbau der Welt. Bis zur Errichtung seiner noch gigantischen Kopie in der Elfenbeinküste. 1506 wurde der Grundstein für das Original gelegt. 1623 konnte der Petersdom von Papst Urban VIII. Geweiht werden. Finanziert wurde das gewaltige Unternehmen durch den Peterspfennig und den Verkauf von Ablässen. Ursprünglich hatten die Architekten Bramante, Sangallo, Raphael und Peruzzi die Gestaltung des dreischiffigen Doms vorangetrieben, was meist im Streit miteinander geschah und stets zur Folge hatte, dass die Baupläne erneut geändert wurden. Letztendlich waren es dann wieder einmal Michelangelos Entwürfe, nach denen San Pietro fertiggestellt wurde. 1547, damals schon im hohen Alter von 72 Jahren, war er gebeten worden, die Bauleitung zu übernehmen. Die weithin sichtbare Kuppel, das herausragende Wahrzeichen Roms, entstammt alleine seinen Vorgaben. Die Pracht des Petersdoms ist atemberaubend und die zahlreichen Altäre, Grotten, Kapellen, Grabmäler und Statuen sind jede für sich beeindruckende Kunstwerke von ungeahnter Schönheit. Der Petersdom darf nur in langen Hosen und schulterbedeckter Kleidung betreten werden. Frauen dürfen keinesfalls Shorts oder Miniröcke tragen. Bei ärmellosen Blusen muss ein Schal oder Umhang die Arme bedecken. Michelangelos Pietà steht, seit ihr 1972 ein Geistesgestörter die Nase abschlug, hinter schusssicherem Glas. Vom Petersdom befindet sich der Aufzug zum Dach, gefolgt von 320 steilen Stufen hinauf zur Kuppel, von der man einen herrlichen Blick über Rom genießen kann.